So, dann hauen wir mal rein. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu The Diary. Haare sehen scheiße aus, hier brennt mir die Akne im Gesicht. Das ist halt so, wenn man in der Pubertät ist mit an die 18,5 Jahren. Juhu, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Heute geht es einfach mal um gar nichts. Das sage ich schon mal vorweg. Heute habe ich mir wirklich sogar Themen zusammengeschrieben, aber wie eigentlich immer habe ich entweder keine Lust, die zu machen oder einfach keine Zeit, sie zu machen. Und zu diesem Thema wollte ich eigentlich ein tolles Video mit viel Schnitten und bla und bla und bla machen. Aber obligatorischer Blick auf die Uhr, wir haben schon 20 vor 5 und ich denke mal nicht, dass das heute noch was wird. Also fangen wir heute an. Und heute fangen wir an mit gestern. Gestern bin ich nach dem Video noch zu meinem Kumpel. Beziehungsweise, was ich in dem Video gestern nicht erwähnt habe, ich habe meinen iPod gesucht. Und ich bin nicht so der fancy Typ, der sich so einen riesigen iPod Touch oder ein iPhone oder sonst was leisten kann. Mein erstes und einziges Apple-Produkt, mein iPod Shuffle. So groß ist das Ding maximal. Und ja, der Vorteil von diesem iPod Shuffle ist, er ist klein. Der Nachteil ist, er ist verdammt klein und einfach so klein, dass er einfach mal zwischen den Spalt meines Schranks und dem Boden unten drunter passt. Zack, ist der iPod einfach mal rein und ich habe bis heute Morgen um 2:30 habe ich diesen scheiß iPod gesucht. Ich habe alles umgeräumt. Ich habe den scheiß Müll sortiert, wobei ich übrigens das eine Ladekabel für den iPod wieder gefunden habe. Aber gut, schön zu wissen, dass es da ist. Schlecht zu wissen ist, wie lange habe ich meinen Müll nicht mehr sortiert. Ich suche das schon seit 2 Monaten. Aber egal, ich habe ihn endlich gefunden unter diesem verflixten Schrank. Und oh, Himmel, hat mich das Zeit und Energie und ach ja, Zeit und Energie gekostet. Ich glaube, ohne diesen tollen Energy Drink hier hätte ich das höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Diesen Energy habe ich sogar gestern gekauft und der ist cool. Als einer der wenigen Rockstar Energies schmeckt der mir. Ich weiß nicht, woran das liegt. Höchstwahrscheinlich daran, dass er auf -3 Grad runtergekühlt war. Und als ich ihn aufgemacht habe, das Ding einfach zu einem Eisblock geworden ist. Aber heute konnte ich dann endlich mit meinem iPod früh morgens, also so um 11:30 aufstehen und shoppen fahren. Ich bin aber der Typ, der geht nicht gerne shoppen. Und jetzt würde ich eigentlich überleiten zu, wieso ich nicht shoppen gehe. Weil ich so selten rausgehe, bin ich das alles nicht gewohnt, dass überall Leute rumrennen und bla bla bla. Und da wollte ich so eine kleine persönliche soziale Gesellschaftsanalyse machen. Aber dazu habe ich gerade keine Zeit und keine Lust. Deshalb werde ich mich auf das rudimentärste der Erfahrungen beschränken, die man so beim Einkaufen haben kann. Oh, T-Shirt. Hose. Noch eine Hose. Fertig. Meine Eltern waren auch dabei. Props da an der Stelle an meine Ma, die einfach mal hingegangen ist. Ja, mein Sohn bräuchte Hose. Ja, welche Hose denn? Bla 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 bla. Verkäuferin nett und kompetent. Ich habe sie mal für kompetent gehalten, sagen wir es mal so. Ballert mich mit Hosen zu. Ja, das ist eine 30er. So sieht's aus, als hättest du eine 32er Breite und eine 31er Länge. Ich hole dir mal eine 30-30er, aber auch eine 33-31er. Das könntet ihr vielleicht aufpassen. Und damn, ich stehe in der Umkleide mit 35 Hosen in der Hand und denke mir einfach nur, was? Ich habe jetzt 2 Hosen und ein neues T-Shirt. Ich freue mich mal darüber. Danke an der Stelle an meine Ma. Ohne sie hätte ich höchstwahrscheinlich keine Hosen. Ich bin einfach nicht der Typ, der gerne shoppen geht. Beziehungsweise der Typ, der sich dann beim Shoppen zurechtfindet. Bin einfach mit sowas total überfordert, aber das möchte ich in einem ganz anderen Video ansprechen. Ich werde höchstwahrscheinlich das Video nicht schneiden, weil ich schätze mal, ich bin heute relativ flüssig durchgekommen. Ich hoffe, dass mit dem Video und mit der Lautstärke und alles und dem Fokus alles stimmt, weil ich habe manuellen Fokus, keinen Autofokus an. Ich hoffe, das stört keinen. Was habe ich heute noch vor? Ich werde höchstwahrscheinlich noch mein Zimmer aufräumen. Ich werde noch ein bisschen die Handtücher zusammensuchen. Ich laber viel zu schnell, ich laber viel zu viel. Ich hoffe, ihr seid alle gut mitgekommen und ich würde sagen, das war's mit The Diary für heute. Künstlerische Pause. Geht raus, habt noch einen schönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören.